Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem Massenmarkt und spezialisierten Anwendungsbereichen. Im Massenmarkt werden sich, glaube ich, ähnlich wie wir heute Smartwatches haben und Tablets und Personal Computer, andere Devices standardmäßig auf dem Markt verbreiten, zum Beispiel Smartwatches. Also es gibt jetzt Prognosen, dass in 5 Jahren 50% aller Wearables werden Smartwatches sein. Das heißt, es wird einfach Kategorien geben, die sich ähnlich wie Telefone und andere Geräte so am Massenmarkt einfach als Standards durchsetzen. Ja, es gibt ja auch ganz viele Entwicklungen im Bereich von Wearables, wo man tatsächlich sozusagen nicht nur Sachen in der Nähe oder am Körper trägt, sondern im Körper. Also das geht hin in Richtung irgendwelcher kleinen Implantate von irgendwelchen Sensoren, die halt dann permanent am Körper sind, oder auch so Pflastern mit Sensoren. Und eine spannende Entwicklung, über die ich vor ein paar Monaten gelesen habe, war eine englische pharmazeutische Firma, die tatsächlich eine Pille entwickelt, die einen kleinen Bluetooth-Sensor eingebaut hat, sodass man, während die im Körper wirkt, deren Dosierung noch nachregulieren kann. Ja? Das hört sich jetzt ganz spannend an, ist sicherlich auch so, aber also auch solche Entwicklungen sind tatsächlich in Arbeit. Also ich glaube, dass das im Grunde genommen das Riesenpotenzial allein darin besteht, dass ja Leute heute schon sehr viel Fitnessdaten von sich speichern. Ja? Und leider sind die aber in der Regel dem Behandler oder dem Arzt nicht zugänglich. Das heißt, es entstehen ja erste Ansätze auch bei Google und Apple, irgendwelche Datenbanken dieser ganzen Fitness- oder Gesundheitsdaten von Benutzern zu speichern. Und es wäre doch toll, wenn ich beim nächsten Arztbesuch einfach die ganzen Daten, die ich über mich gesammelt habe, einfach in schöner Form bereitstellen könnte, damit er vielleicht eine bessere Basis hat für eine Diagnose, für eine Behandlung. Ja? Also allein das, was heute schon an Daten gesammelt wird, nur transparent zu machen und bereitzustellen, wäre, glaube ich, schon ein Riesenschritt. Ich glaube, dass das eines der spannendsten, wichtigsten und kritischsten Themen ist für den Erfolg. Da gibt es viel gefühlte Angst und Risiken. Die sind sicherlich auch in der Praxis da. Am Ende wird es darum gehen, dass man einfach Standards und Rechtssicherheit schafft, dass da keine personenbezogenen Daten missbraucht werden können. Aber eins ist klar, man generiert immer mehr Daten, der sogenannte Experience Graph. Jede Interaktion, die man macht, ja, generiert Daten. Und ich glaube, man braucht Mechanismen, dass der Benutzer sich immer darüber im Klaren ist, welche Daten werden da gesammelt und wann teile ich denn welche davon. Wann anonymisiert, wann vielleicht sogar mit personenbezogenen Daten. Ein Stück weit ist es auch Frage von Standards. Es gibt ja schon sehr viele Kommunikationsmöglichkeiten, gerade auch in Amerika, sehr viele unterschiedliche Systeme, Zigbee, Z-Wave, Bluetooth. Das heißt, also da geht es einfach darum, die verschiedenen Hersteller und deren Technologieprotokolle unter einen Hut zu bekommen, dass man einfach in der Lage ist, über verschiedene Herstellerstandards hinweg dann Dinge zum Sprechen zu bringen. Ja.